Willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit am Start unser Roro. Ja, hallöchen. Und Fanta ist wieder am Start. Trecker fahren! Du und deine Trecker. Ja, passt doch hier total. Ja. So, Roro tut jetzt mal abdreschen. Ich dresche. Oh, what the? Okay. Trecker versus Auto, Trecker gewinnt. Meinst du? Ja, ich bin übers Auto drüber gefahren. Alter. Komplett! Das war wie eine Sprungschanze. Hä? Och Mann, du hast ihn noch zugeklappt. Warte mal, welche Taste ist denn das? Der ist automatisch zugeklappt wegen Neustart. Och Mensch, aufklappen. So. Aber nun, geht doch. Ja, 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 schon mal drängel da hinten nicht, du blöd Mann. Wie, jetzt schon das so aus? Klar, wir werden der Fahrt hier und so. Ah, der Streuer ist noch an. Warte mal ganz kurz. Ablage aushalten. So. Okay, fahre ich mal das Rohr schon mal aus und es geht los. Ja, der beste Move war ja sowieso gerade eben im Singleplayer. Da bin ich mit unserem Pickup über ein Auto drüber gefahren. Habe ich erstmal eine Zweifachschraube gedreht. Ja, toll. Da habe ich im Auto gedacht, holy crap. Wie schnell fährst denn du, sag mal? 10, ne? Genau 10. So 10, 11, so manchmal 11, manchmal 10. Warum? Okay, wer macht die Finanzen? Roro. Ja. Ich bräuchte dann mal den gemieteten Anhänger. Ach so, wollte ich auch mal. Warte. Miet. Bist du schon da, ja? Ja, ich bin schon da, oder was? Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Du kennst der Fander, der fährt wie ein Henker. Ja, ja, ja. Hey, okay, dann werde ich mal den mal mieten, ne? Werde ich den mieten. Joa. Ja. Da ist er. Ich hoffe, man hört den Fander gut. Bei mir denke ich mal schon. Da hat man gar nicht so wirklich jetzt nach den Toneinstellungen geguckt. Nö. Zur Not muss halt mal ein bisschen lauter reden. Nö, also ich denke mal, das ja. Wird schon gehen. Ach, das Stoppschild habe ich sowieso nie gemacht. So. Smoker, könntest du ja eigentlich gleich schon runterfahren. Ne? Bin doch schon dabei. Okay. Bin schneller als du, guck. Haha. Ich bin schneller als wie du. Ich kann dich anschieben, Roro. Meinst du? Soll ich? Nein. Brauchst du nicht. Oh, ich bin so geflasht. Ich kann auch vom selber 17er. Fahren. Das ist so hammer auch? Geil. Ich bin auch noch hin und weg. Die ersten drei Stunden, wo ich hier erstmal alles erkundet habe, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut, auf die Aufnahme heute wieder. Ach, du auch? Ja. So. Mit mehreren ist es halt immer besser. Nur sowieso. Och, jetzt hab ich schon wieder den roten Pickup im Nacken. Hast du eigentlich auch noch zu Hause, oder was? Ja, da fährt er wieder zurück. Wer von A nach B fährt, muss ja auch wieder von B nach A fahren. Ja, aber dreimal? Und wieso? Der kann nur von B nach C fahren. Ja, dann ist er auch immer noch nicht da. Er wird aber wieder zurück. Du kannst also, ja auch von genau, C nach A fahren. Nach genau. A. Ja. Sei denn, er will dann noch von C nach B. Oder nach D. Ja, aber anschließend dann wird er nach A. Nee, unbedingt. Na gut, man kann ja auch nicht von C nach E fahren. Wenn man kann auch von E nach E fahren. Geht das. Außer, gut, da muss ja was überspringen. Oder man müsste ja dann von dahin beginnen. Ja, noch eine Maßnahme. Ja. Das kommt ja vollkommen durch nochmal. Ja, ne? Ach, fand das ja auch da wieder. Miep, miep. Wart ja mal mit Zeit. Mit dem gemieteten Heuwagen. Ja. Dann kannst du gleich mal loslegen. Glaubst du, was ich hier mache? Ich hoffe, der rentiert. Du weißt ja, wo man Heu dann verkauft, oder? Ja, das habe ich schon mal mehrmals gemacht. Okay. Irgendwie hast ich weiß es noch nicht. Ein kleines bisschen Rohgeld, ja. Müsst ihr mir dann auch mal zeigen oder sagen? Das ist gleich hier das rote Gebäude hier. Das ist die Halle, wo ich dir gestern die Blinklampen drin gezeigt habe.
Wo du durchfahren kannst, die Scheune da. Ja, genau, ja, das wurde. Da hältst du an und kippst du aus. Wie beim 15er. No, ungefähr. Einfach ausgeben. Aber du kannst richtig reinfahren. Du hast stehen lassen, das ist Geldverlust, ne? Was? Wie? Wo? Du hast dein Fitzelchen stehen lassen, das ist Geldverlust. Ach, du dein Fitzelchen, meine Güte. Wenn du das wegrasierst, jetzt mach aber die Heuablage aus. Wieso, was für ein Unfall? Du hast mich voll gerammt. Ach, ich hab doch noch nichts gesehen. Ey, ich hab's hier auf Video, ja? Ich hab Videobeweis. Check ja, ich hab's check auch auf Video, kannst du ruhig gucken, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Warum stellst du dich dann auch erstens so blöd hin, zweitens so hin, sehst dass ich so dich nicht sehe hinstellen? Und drittens... Ja, hast du das Fitzelchen übersehen, das ist Geldverlust. Ach, ey, Leute... Da lässt man Rohro meint einen Drescher rein und der lässt wieder über der Hälfte stehen. Der wie im 15er. Nein. Wie im 15er. Nein, das kann man nicht so sagen, nein. Oh doch. Guck mal, das meiste nehme ich da mit, ja. Was ist da hinten, das Fitzelchen? Das zählt nicht. Das ist doch. Absicht. Ja. Vor Optics. Das zählt. Das ist für die anderen, damit sie sehen, hier wird was gemacht. Ja, warum hat das denn das angesehen, ne? Achso. Ja, oh, und damit wir wissen, was wir als nächstes sehen. Also nicht das, sondern danach das. Ja. Ach, das hat man angesehen, aha. Also müssen wir jetzt das und das ansehen. Weißt du, wie ich es meine? Hm. Was willst du dir angucken? Hm? Ja, das fühlt sich... Du ansehen. Nicht ansehen, ne? Ja. Hast du doch gerade gesagt, ansehen. Du wirst dir ständig das Fitzelchen ansehen. Oh Gott. Am besten sage ich auch nicht mehr so. Roro? Ja. Du wolltest doch nichts mehr sagen? Ja, ich habe auch nie gesagt, wann. Achso, macht's ja. Was sagst du? Ich will ja mal nicht mehr sagen, ja, das stimmt. Aber ich habe nie gesagt, wann. Wann ist denn bei dir irgendwann? Wann kann bald sein oder lang sein? Ja, du sagtest doch wohl irgendwann. Ja, nur irgendwann. Also ist naja, das. Was ist denn das da jetzt bitte schön für eine Zeit? Das ist dann die noch unwahrscheinlicher als das, was unwahrscheinlich ist. Achso. Also es ist unwahrscheinlich, dass du überhaupt mal eine Klappe hältst, meinst du? Das ist unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich also unwahrscheinlich. Also es ist wahrscheinlich, dass es unwahrscheinlich ist. Ja. Was geht aber? Hä? Wie hä? Nicht Hecht Forelle. Hä, bitte wie? Ja, genau so. Ah. Fußspuren? Geht nee, Apfelkuchen. Ist besser. Oh ja, Schokolade. Das wäre was Feines. Ja. Jetzt ein kühles Bier, Alter. Oh ja, ein leckeres Eis. Hm? Oh, Karamell Cappuccino. Hab ich von's getrunken. Oh, das war nicht schlecht. Wurde das Schoko, schmeckt auch. Das ist nicht so mein Fall. Alles beides. Weißt du eigentlich, dass man hier einen schönen Fernseher drin hat? Ja. Läuft nur nichts im Sender. Ja. Ich glaube, du hast die öffentlichen, rechtlichen, die bezahlt. Naja, ich kann doch nicht alles gleich bezahlen. Hallo? Du bezahlst doch nicht bei uns. Naja. Mein Lohn? Also, beschwert euch nicht. Ja. Doch, das machen wir ja gerade. Ach so, Na, ja, macht weiter. Okay. Fander? Hm? Wir zwei gründen mal eine Gewerkschaft. Ja, Verdi 2. Verdi Reloaded. Bist du immer noch nicht voll? Na, nö. Ich trinke kein Alkohol am Steuer. Ich meine auch deinen Anhänger nicht, du. Der trinkt gar nicht. Höchstens der Träger. Ja, und der trinkt nur Benzin. Der trinkt ja, nur Benzin. Super Verbleib. Ich dachte Diesel. Oh, okay. Na, ist das nicht dasselbe? Nee, Benzin und Diesel ist was anderes. Das mach Kraftstoff. Mal. Ja, also bei Kraftstoff. Auch mach mal in Dieselfahrzeug Benzin rein oder andersrum. Da kommst du nicht weit. Nein? Nein. Okay. Ach ja. Ich denke mal, so drei Viertel bist du jetzt, ne?
Sorgten. So wie ich jetzt sagst, vom mein Blinkwinkel aus so aussieht, so circa. Ich bin jetzt bei 73%. 73%, okay. Also ich hab das Gefühl, hier geht ein bisschen mehr rein. Als beim 15er. Und vor allem, das ist doch der kleine. Das ist da der ganz kleine. Von der Sorte mit hohen Wänden. Ja, da passt ein bisschen mehr rein, stimmt. Also in dem mit dem Gelb ist so schön. Also das ist der kleinste, den wir haben, ja, stimmt. Also hier habe ich echt das Gefühl, da passt wenig. Der, den es in 15er an Anfang gab, der einachsige, ja, der ganz kleine, so ein grüner, dunkelgrüner war der, ne? Der hat, glaube ich, 800 mehr als wir den wir jetzt hier haben. Den gibt's ja hier auch. Okay. So, jetzt mal die Finanzen im Auge behalten. Ich gehe jetzt kippen. Du sollst was die während der kippen? Arbeit saufen gehen. Genau. Der, jetzt geht er extra in die Scheune, damit man nicht sehen, wie er säuft. Ja, der hat da bestimmt ein Versteck. Mindestens, da sollten wir mal halt zum Bayern nachschauen. Hier drin ist so viel Alk, wenn die Bude mal abbrennt, fliegt das Ding zum Mond. Ja, haben wir ein schönes Leuchtfeuer. War nicht schlecht. Oh, ne? Ich versuche dich jetzt mal abzutanken mit der Innenansicht. Ich fahre heute die ganze Zeit mit Innenansicht. Also ich habe 406 Hits bekommen. Habe ich was bekommen? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auch 406 Hits bekommen. Die Finanzen achten. Das konnte ich ganz gut, ja. Weil ich war ja bei 0 gewesen. Ich auch. Aber den Löwenanteil wird wahrscheinlich... Ja, 406, das musst du ja mal 3 rechnen. Wenn jeder jetzt 406 bekommen hat. Haben wir 1200 bekommen für die ganze Wagenladung? Das ist aber nicht viel. Ja. Na gut, wir haben ja noch 2 Felder, also das Feld, dann nochmal 2. Ja, aber trotzdem. Beim LS15 war das aber sehr weitaus ertragreicher. Ja, das war 15. Die haben ja auch geschrieben, dass es anders ist. Deswegen habe ich ja euch gesagt, ich bezweifle, dass sich das rendiert mit dem Anhänger mieten. Ja, wir können ja, doch das mal austesten. Hätten wir ihn lieber kaufen sollen? Ja, dafür haben wir kein Geld. Ist der? Also noch hätten wir vielleicht noch warten müssen damit. Also noch ja, gut, ja, auch noch ja, guck mal, du hast jetzt das erste Mal, du fährst jetzt das zweite Mal, ne? Also und wir haben ja noch 2 Felder vor uns. Also der wird noch schon ein paar Mal voll, also so ist es nicht. Muss die Kurven am Ende mal ein bisschen anders fahren. Ich krieg das nicht aufgesammelt so gut. Nicht, also ich fahr gut um die Kurve. So. Soll ich da noch stehen bleiben, warten oder was? Bis ist angebracht. Ist. Ach, wow, das war Millimeterarbeit. Das war eine Millimeterarbeit, du hast mich voll gestriffen. Ach ey, der Kurs, ein Verkehr die hier hinter mir, ey. Da muss ich doch mal aus der Sicht machen. Ja. Na, fährst du mal? Muss wahrscheinlich einfach nur einen Meter mehr geradeaus fahren oder so. Bevor du in die Kurve ja, Roro braucht nur stehen bleiben. Dann geht das auch. Ja, oder ein, zwei Sekunden stehen bleiben, das reicht auch. Hier so einen kleinen Schlenker, den kriege ich mit, aber so eine richtig dicke Kurve, das kriege ich mit dem Gespann hier nicht auf die Reihe, leider. Extra, Mensch. Ui, ich muss hier weg. Mach hast du Angst? Smoker ich fahr da jetzt zu Mary. Zur Bloody Mary? Mary, mein Schatz. Schon. Ich komm dich besuchen. Wieso hast du geguckt? Ist das Beste oder was? Beste Angebot? Weiß nicht, aber da oben ist Mary. Du musst da auch gucken, wo das beste Angebot ist. Du kannst nicht immer zu Mary gucken. Oben. Was hast du denn gerade drin? Weizen. Weizen. Das ist... Oh, guck dir mal nochmal nach. Escape war das, ne? Ja. Preise pro 100 Liter gibt's am meisten für Weizen Goldcrest Pacific Grain. Ich wollte aber zum Mary. Nein. Da kriegst du ja auch am wenigsten für unser Zeug. Das ist mir egal, ich wollte zu Mary. Du kommst zur Ewigkeiten. Weißt du, wo das Zeug in den Zug reinkriegst? Ach, da hinten ist es. Du kommst zur Ewigkeiten nicht wieder dann. Das ist doch egal. Nö, ist nicht egal. Warst du auch bei Mary? Du weißt, wie du das Zeug in den Zug reinkriegst, ja? Wirst du sehen? Weil das musste. Hier Goldcrest Pacific Grain, da musst du mit dem Zug verkaufen. Okay. Dann musst du erst in der Mitte der Karte in den Zug laden
einfach ins Silo kippen und dann in den Zug laden. In den richtigen am besten. Ja. Der 2. Ja. Und dann das mit dem Zug dahin fahren und das aus dem Zug kippen. Genau. Ein klein bisschen mehr Aufwand, aber bringt was. Ja, dann kriegt man ja sogar mal hier jetzt einen Zug zu Gesicht. Miep, miep. Der hat übrigens eine schöne Tröte. Ja, keine, der hat eine bessere Hupe, stimmt. Keine Ahnung. Original Zughorn. Ach, scheiß drauf, gestern karbonisch. Einfach um die Kurve. So. Und das war genau die falsche Probe. Hm. Kommt vor. Das schaffst du eh nicht mit dieser Folge. Wir sind ja am Folgenende. Trotzdem. Dann halt in der nächsten. Mit einer Minute überlänge. Naja, passt. Dann, liebe Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Da war das alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.